Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Freunde, erneut habe ich mich im Internet auf die Suche gemacht nach 10 coolen Pieces für diese Woche. Ich habe sehr, sehr nice Sachen gefunden und ich will auch gar nicht zu lange darüber reden. Wir fangen direkt an mit dem ersten Piece. So, Leute, das erste Piece habe ich gefunden bei H&M und zwar eine schöne Daunenjacke. Unbranded, also wirklich ohne Branding. Das war mir besonders wichtig und die einen coolen Fit hat. Zumindest sieht es auf dem Foto sehr, sehr nice aus. Und ich habe eine ähnliche, die ich an meinem, ich sag mal, Herbstjacken vorgestellt habe, von Uniqlo. Und die sieht der ziemlich ähnlich aus, hat einen sehr, sehr coolen Fit. Nicht zu lang, nicht zu weit. Und das Coole daran ist, es gibt sie in zwei Farben. Ich finde diese beige Variante auch extrem nice, aber auch die schwarze. Gelb ist jetzt nicht so mein Fall, aber die zwei Varianten für 50 Euro finde ich sind ein sehr fairer Preis. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine coole Alternative als Daunenjacke für, ich sag mal, ein Einsteigermodell. Und das könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und ja, lasst mich gerne wissen, falls ihr euch was holt, unten in den Kommentaren und wie euch die Sachen gefallen. Und dann machen wir weiter mit Piece Nummer 2. So, Piece Nummer 2 habe ich gefunden bei Zalando und zwar ist das von Mango, eine sehr, sehr nice Jeans. Was mir daran besonders gut gefällt, ist der Schnitt. Also erstmal, die Farbe ist natürlich sehr, sehr nice, also gefällt mir. Die Farbe ist natürlich sehr schön, schönes Blau, schönes helles Blau, schöne Waschung. Aber ich sag mal, der Schnitt spricht hier auf jeden Fall Bände, das wirkt nicht allzu eng. Diese Skinny-Hosen sind nicht out. Ich finde, Skinny-Hosen kann man immer noch tragen, allerdings muss das zum Stil passen, aber ich sag mal, diese normalen Regular Fit bzw. Straight Fit Hosen sind schon sehr modern und sehr angesagt und trage ich im Moment auch sehr, sehr häufig. Und auch auf meinen Instagram-Fotos seht ihr auch immer, wenn ich solche Hosen anhabe, sitzen die einfach mit den Schuhen immer sehr nice. Wer das möchte, kann gerne meinen Instagram-Kanal gerne abchecken. Da versuche ich täglich einfach Inspiration, so meinen Alltag mehr oder weniger oder meinen Lebens- oder meinen Stil so ein bisschen mitzuteilen. Und ja, so eine ähnliche Hose habe ich von Mango selber auch. Und hätte ich nicht schon eine, würde ich die auf jeden Fall kaufen. Und wie gesagt, der Schnitt gefällt mir wirklich, wirklich gut. So, kommen wir weiter zum nächsten Piece und das nächste Piece habe ich eigentlich in einem anderen Online-Store gesehen. Und zwar ist das eine sehr coole Kordjacke in einem beige-braun-Mix und ich muss dazu sagen, mir gefiel die Jacke extrem gut. Ich habe sie bei Kali Roots, ich habe sie bei Endclosing gesehen, bei Dime direkt auf der Seite und sie ist überall ausverkauft. Auf der Seite habe ich sie jetzt noch gefunden, allerdings in Dollar. Ich weiß auch nicht genau, ob der Shop das, ich sag mal, europaweit bzw. weltweit verschickt. Die Frage ist natürlich auch, was kostet sowas an Versandkosten? Das muss immer in Relation stehen, aber ich finde die Jacke sehr, sehr gut und ich bin davon felsenfest überzeugt, wenn man weiter nach dieser Jacke sucht, findet man sie auf jeden Fall auch noch auf einer anderen Seite. Wie gesagt, die gibt es zum Beispiel in vielen Skate-Stores und hier, mir hat die einfach gut gefallen. Die fällt auf jeden Fall ins Auge, sieht sehr cool aus und hat so ein bisschen mehr den Relax- bzw. den Skater-Vibe, aber im Endeffekt gerade aktuell dieses Loose-Fit-Thema, da passt das ganz gut rein und ich denke, der ein oder andere sucht bestimmt so eine Jacke. So, kommen wir weiter zum nächsten Piece und passend zu der Farbe habe ich einfach mal ein paar Schuhe mit ausgewählt. Und zwar die neuen Off-White Basic-Schuhe, die so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die haben so ein bisschen Nike-Charakter, aber auch so ein bisschen Louis Vuitton-Sneaker-Charakter. Ich weiß nicht noch, wie ich das sagen soll, aber die haben so ein bisschen, die wirken sehr ähnlich von verschiedenen Sachen zusammengematcht und ja, sind auf jeden Fall nicht schlecht. Mir gefällt bei dem Schuh auf jeden Fall die Farbe, also dieses beige, cremeweiß mit dem beigen, ja, ich würde nicht sagen Swoosh, aber mit dem beigen Pfeil da dran. Hat auf jeden Fall was, sieht sehr, sehr clean aus, hat eine schöne Farbkombo. Ich sag mal, kann man zu fast allem stylen und dementsprechend finde ich das eine sehr gelungene Variante. Off-White zahlt ihr natürlich teuer, 430 Euro ist nicht günstig, aber der ein oder andere möchte sich vielleicht so ein bisschen individualisieren, einfach nicht nur die Nikes oder die Adidas oder was weiß ich für Sneaker tragen, sondern möchte ein bisschen eine Klasse, ich sag mal, teurer nehmen, ein bisschen individualisiert und dementsprechend finde ich das eigentlich ein ganz cooler Sneaker, den ihr auf jeden Fall auch im Auge behalten könnt und auf jeden Fall bestimmt nice aussieht, wenn man ihn trägt. So, kommen wir weiter zum nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich gefunden bei Uniqlo. Bei Uniqlo gibt es gerade, ich sag mal, eine coole Fleece-Übergangsjacke in drei verschiedenen Farbtönen. Und ich finde sie sehr simpel, aber sie sieht auf jeden Fall, ist mehr so wie so ein dickeres Hemd, sehr, sehr cool aus. Natürlich würde man diese Art von Hemd oder Jacke
niemals so zuschnüren wie so ein richtiges Hemd, und das macht das Ganze für mich mehr in die Richtung Jacke. Und ich finde die Farbtöne, also dieses Dunkelbraun, die Schwarze und dieses Beigebraun, sehr, sehr gelungen. Und ja, auch für 50 Euro finde ich, ist das eine sehr, sehr coole Variante, die man sich eigentlich im Kleiderschrank hängen kann. Nehmt da auf jeden Fall, ich sag mal, eure Größe, beziehungsweise eine Größe größer, wenn das Ganze ein bisschen lockerer sitzen soll. Wenn das Ganze ein bisschen mehr, ich sag mal, in die klassische Richtung sehen, nehmt auf jeden Fall eure Größe, bis vielleicht eine Nummer kleiner. Denn dann passen solche Sachen meistens auch. Das sieht auf jeden Fall so ein bisschen oversized geschnitten aus, und dementsprechend kann man da sogar noch gucken, ob man das Ganze nicht eine Nummer kleiner nimmt und dann das Ganze mit einem Hemd kombiniert. Wirkt auf jeden Fall sehr cool, gefällt mir echt gut, und ich sag mal, für diesen Casual und teilweise auch für den Street-Bereich ideal gedacht, und auf jeden Fall für 50 Euro eine coole Jacke. So, dann predige ich ja immer wieder, und ich habe es im letzten Video auch gesagt, Übergangsjacken, Collegejacke. Und gerade gibt es aktuell eine sehr, sehr coole Collegejacke bei Gant. Meine, wie ihr ja immer mitbekommt, ich habe diverse Jacken von Gant, und diese sind immer relativ schnell ausverkauft. Auch diese wird wahrscheinlich nicht mehr lange auf Lager sein, weil sie ist relativ neu reingekommen, und die gehen dann auch immer ratzfatz weg. Was mir wirklich gut gefällt, ist die Farbkombo. Ich mag dieses Graumelierte mit dem Dunkelblauen und diesen roten Akzenten darauf. Hat wirklich so diesen College-Vibe, College-Charakter. Und das ist wirklich eine sehr, sehr coole, ideale College-Jacke. Dadurch, dass das jetzt im Herbst rauskommt, beziehungsweise im Winter, ist sie auf jeden Fall auch dicker. Sie wird auf jeden Fall bisschen gefüttert sein, wird nicht ganz so dünn sein, und eigentlich so die ideale Übergangsjacke, wenn ihr eine College-Jacke sucht. Wenn ihr das Ganze mehr so ein bisschen streetig tragen wollt, nehmt auf jeden Fall eine Größe größer. Wenn ihr das ein bisschen, ich sag mal, normal, dann bleibt ruhig bei eurer normalen Größe. Denn ich würde zum Beispiel jetzt hier auch einfach nur eine M nehmen, weil M mir auch immer passt. So, kommen wir zum nächsten Thema, und bei dem nächsten Thema habe ich nochmal eine Alternative gefunden, weil ihr habt ja am Anfang die Mango Jeans gesehen, und ich habe nochmal eine Alternative in Dunkel rausgesucht, und zwar auch mit einem sehr, sehr coolen Fit, in dem Fall jetzt hier von Weekday. Ich muss sagen, ich habe die gleiche Hose, es ist wirklich 1:1 die gleiche Hose, aber diese Hose hier ist von Weekday und meine ist von Cheap Monday. Man muss dazu sagen, diese ganzen Cheap Monday Hosen gab es eine Zeit lang nur auf Weekday zu kaufen. Ich gehe davon aus, dass das Sample bzw. das Ganze, was dafür zuständig war, den Schnitt ausgemacht hat, auf jeden Fall das Cheap Monday Modell ist, denn so sieht es auf jeden Fall für mich aus, vom Fit her bis zum, ich sag mal, Farbton etc. Ich könnte schwören, das ist einfach die Hose, die ich auch besitze von Cheap Monday. Und ich finde sie sehr, sehr nice, hat einen sehr coolen Colorway und einen sehr coolen Schnitt, und ich finde es eine sehr coole Alternative zu der dunkelblauen, bzw. zu der blauen Variante. Und preislich auch voll im Rahmen. Ne? Die kosten beide einmal 40, einmal 50 Euro, und ich finde es auf jeden Fall nice. Wer noch Jeans sucht, kann sowas auf jeden Fall an den zwei Adressen safe eine gute Jeans finden. So. So, kommen wir zum nächsten Piece, und das nächste Piece habe ich gefunden bei Zara. Und bei Zara gibt es dieses Hemd immer wieder. Und zum Zeitpunkt, wo ich das Piece rausgesucht habe, und ihr seht hier oben auch 11 Tabs, deswegen habe ich einen Tab hinzugefügt, gab es dieses Hemd wieder. Also man konnte es kaufen. Jetzt gerade zum Beispiel, wo ich den Zeitpunkt aufnehme, ist das Hemd wieder ausverkauft. Es ist ein sehr cooles Oversized Flannel, finde ich ideal gerade für den Stil, was man so trägt. Und da haue ich den Link einfach mal rein. Ihr solltet, wenn ihr euch dafür interessiert, einfach morgens kurz reinschauen, wenn ihr das Piece auf jeden Fall haben möchtet. Denn täglich werden die Sachen aktualisiert, und ihr kriegt die Sachen dann teilweise wirklich noch wieder oder dementsprechend noch zu kaufen. Ich weiß nicht genau, wie die Verfügbarkeit in den Geschäften ist. Das müsst ihr dann individuell immer prüfen. Das kann man ja bei Zara auch immer machen, indem man dann hier drauf geht, die Größe auswählt und dann guckt, ob das bei einem vor Ort verfügbar ist. Die Variante gibt es natürlich auch immer noch. Aber es ist ein sehr, sehr cooles Piece. Natürlich dieses Gelb, Beige, nicht jedermanns Sache, aber ich finde es eigentlich ganz nice. So, kommen wir zum vorletzten Piece, und das vorletzte Piece ist ein paar Schuhe. Und die paar Schuhe sind hier diese Veja, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber Veja-Schuhe. Und mir hat hier sehr, sehr gut der Colorway gefunden. Dieses Weiß mit diesem Cremeton dabei, gefällt mir extrem gut. Der Schuh sieht wirklich sehr edel, sehr hochwertig aus, und hat auf jeden Fall was. Und wäre auf jeden Fall auch ein Schuh, der in meinem Kleiderschrank gut reinpassen würde. Ob das jetzt zu einem Anzug ist oder, ich sag mal, chillig zum Backen. Klamotten, Hoodie etc. kann man wirklich super cool zu verschiedensten Sachen stylen, und ist auch mal noch ein bisschen individueller als dieses ganze, wie ich schon gesagt habe, Nike, Adidas und Co. Hype-Sneaker. Sowas kann man auf jeden Fall auch easy machen, und gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und auch den hier findet ihr unten in der Infobox als Link. So, und dann sind wir schon bei der letzten Piece, und im letzten Piece habe ich noch mal ein bisschen was mehr Casual mit reingenommen.
etwas so ein bisschen mehr in den Männerstyle, nicht zu streetig oder sonstiges. Und zwar ist das eine coole Lederjacke. Und ich habe den Vorgänger von dieser Jacke, besitze ich selber, also quasi eine sehr ähnliche Jacke. Und ich finde sie wirklich, wirklich schön. Und ich muss sagen, meine Variante trage ich auch extrem gerne. Ich blende euch jetzt hier auch gerne nochmal quasi mein Foto davon ein, wie ich die trage. Es ist wirklich fast 1:1 die gleiche Jacke. Und ich kann euch sagen, auch diese hier von Mango Man ist wirklich ein sehr cooles Piece. Aus echtem Leder kann man eigentlich nie was verkehrt machen. Und ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, eure wirkliche Größe zu wählen. Das Coole bei Mango ist zum Beispiel, ihr könnt über einen Größenberater dann immer eure Größe, Gewicht etc. und dann im nächsten Schritt, wie ihr das Ganze tragen möchtet, auch eingeben. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall sehr große Hilfe, wenn man die richtige Größe finden möchte. Und ja, finde ich es ein gelungenes 10. Piece. So, meine Lieben, und das war's wieder mit meinen 10 Pieces der Woche. Lasst mich, wie gesagt, gerne in den Kommentaren wissen, was ihr cool fandet, was euch nicht so gut gefallen hat, was ihr euch vielleicht gekauft habt, etc. Und vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.